Das Fest zum reinen Bier, die Audi Regiosprint und der Halbmarathon. Drei Großveranstaltungen in der Innenstadt an einem Tag. Die Befürchtungen waren groß, sogar von einem Innenstadt-Overkill die Rede. Doch der Reihe nach. Um kurz nach 9 Uhr knatterten die ersten Oldtimer der Regiosprint an der Hohen Schule vorbei. Zu dieser Zeit öffneten die meisten Geschäfte gerade erst ihre Türen. Auch der Zuschauerandrang hielt sich in Grenzen, also noch kein Grund zur Panik. Die Stadtwache nahm die 250 Teilnehmer auf ihrer ersten Durchfahrtsstation in Empfang. Gegen Mittag wurde es dann vor der Bühne immer voller, denn das Reinheitsgebot wurde verkündet. Zu Ingolstadt an Georgi 1500 und danach in dem 16. Jahr. Am Nachmittag konzentrierte sich das Geschehen wie erwartet auf den Halbmarathon. 3000 Läufer und mindestens genauso viele Zuschauer. Dass aufgrund dieser Masse natürlich etliche Straßen abgesperrt werden mussten, ist nichts Neues. Der Einzelhandel aber klagt, verständlicherweise. Die Stadt war zwar voll, aber kein Mensch in den Geschäften. InCity wünscht sich daher vom Veranstalter, den Halbmarathon in Zukunft an einem Sonntag stattfinden zu lassen. Ob sich der Innenstadtverein durchsetzen kann oder man 2015 wieder von einem Overkill sprechen wird, das werden die Gespräche in den nächsten Monaten zeigen.